Wie in jedem Jahr veranstaltet Dorner seine Vertriebspartnertagung. Kommunikation und Austausch sind entscheidend. Vertriebssupport und Produktwissen für unseren Außendienst von großer Wichtigkeit. Im Fokus steht der Kunde von morgen und deshalb ist für den deutschen Vertriebsleiter der Dialog mit dem Vertrieb ein wesentlicher Aspekt. Der Austausch ist deshalb so wichtig, weil der Markt sehr schnelllebig ist und wir auf die Kundenbedürfnisse sehr schnell eingehen müssen. Unser Vertriebspartner aus den Niederlanden sieht das so. Was für mich wichtig ist, ist, dass wir sind ein globales Unternehmen, aber dass wir auch lokal eigentlich anwesend sind und unsere Kunden betreuen können. Also ein globales Firma, was Technik betrifft, was Kommunikation betrifft und lokal ja, das Gefühl von, dass man das seine Kunden wohlfühlen kann, lassen kann. Ein wichtiger Punkt für eine erfolgreiche Kundenbeziehung ist die räumliche Nähe, so der Vice President von Dorner Europe. Yeah, as a geographic growth, actually one point which is important is to be close to our customers, right? Because we need to speak the same language. They want somebody who is close to them, just to serve them. So the idea here is to cover Europe through hubs which are located close to our customer. That's what we want to do. Am meisten überzeugen kann Dorner seine Kunden durch technisches Know-how. Deshalb finden bei jeder Tagung immer Praxisworkshops statt. Unter anderem wurden in diesem Jahr Förderbänder der 2X. Wenn da jetzt ein Zahn vorsteht, dann zieht er den Schräg. Stillstand ist Rückschritt. Deshalb ist es wichtig, den Vertriebspartnern aufzuzeigen, in welche Richtung sich Dorner weiterentwickeln möchte. Ja, yeah, so today Dorner is more focused on standard conveyor, delivering to standard conveyor. We want to extend this scope to system business and solutions, components, to be able to serve our integrators, but also for sure after sales.